Lektion 31. Nomensatzteile. 31.1. Satzteile als Subjekt oder Objekt, indirekte Fragen. Wie im Englischen kann ein Satzteil im Nawatl, als das Subjekt oder Objekt eines Verbs dienen, auf eine von zwei Arten. Die erste ist, wenn er verwendet wird als indirekte Frage. Wir haben bereits mehrmals Beispiele gesehen. Siehe 4.10, 5.4, 14.6 bis 14.7 und so weiter. Der Begriff indirekte Frage bedeutet, dass eine Frage gemeldet wird. Das heißt, diese ist abhängig von einem Verb, des Sagens oder Denkens. Und im Englischen wird diese Abänderung des Status, Stellenwert, der Frage, angedeutet durch eine Abänderung der Wortfolge. Bei der direkten Frage wird die Reihenfolge des Subjekts umgekehrt, sodass das Verb dem Verb vorangestellt wird, bei einer indirekten Frage bleibt jedoch erhalten, die regelmäßige, normale, Reihenfolge. Subjekt, dann, Verb. Also, die Person des Verbs in der Frage wird dementsprechend, angemessen, geändert. Somit. Du würdest melden die direkte Frage, was willst du, indem du sagst, er fragt, was ich will. Im Nawatl ändert eine indirekte Frage die Person ihres Verbs, bei Bedarf, notfalls, aber der Tempus und die Wortfolge bleiben ansonsten unberührt. Wenn die entsprechende direkte Frage durch ein Interrogativwort eingeleitet werden würde, dann beginnt die indirekte Frage ebenfalls mit diesem Interrogativ, dem das Nawatl-Teil vorangestellt sein kann oder auch nicht. Eine indirekte Frage vom Typ, wenn, ob, im Englischen, die auf eine direkte Frage zurückgeht, die eine einfache Ja, Nein, Antwort erwartet, kann im Nawatl eingeführt werden mit Nawatl-Teil, aber auch mit Nawatl-Teil. Somit. Nawatl-Teil. Ich weiß nicht, ob er kommen wird. Nawatl-Teil. Erzähl, sag mir, was du willst, möchtest. Nawatl-Teil. Weißt du, wie viele Leute dort sind? Nawatl-Teil. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Nawatl-Teil. Sie fragten mich, suchten bei mir, wer ich sei, war. 31.2. Objektnomensatzteile. Die zweite Verwendung von einem Satzteil, als Subjekt oder Objekt, besteht aus Nomensatzteilen. Diese entsprechen weitgehend den Satzteilen, die im Englischen eingeführt werden mit that, das, oder manchmal the fact that. Es ist eine Tatsache, dass. Zum Beispiel, ich sagte, dass er kommen würde, oder, die Tatsache, dass er kommt, gefällt mir. Obwohl diese in einigen Beispielen mit einem Infinitiv dargestellt werden können. Siehe 31.3 bis 31.4. Solche Nomensatzteile werden regelmäßig in dem Verb dargestellt, von dem diese abhängen, durch ein dritte Person Singular-Objekt-Präfix, und werden im Allgemeinen eingeleitet durch Nawatl-Teil. Wenn die Worte von jemandem gemeldet werden, können zwei unabhängige Satzteile verwendet werden. Zum Beispiel Nawatl-Teil. Peter sagt, ich werde kommen. Beachte, dass in diesem Fall das einleitende Verb noch gekennzeichnet ist, mit dem dritte Person-Objekt-Präfix. Die berichtete Rede kann auch umgewandelt werden, in einen Nomensatzteil. In diesem Fall wird die Person der gemeldeten Verbin abgeändert, genauso wie im Englischen. Er sagt, ich werde kommen, wird zu. Er sagt, dass er kommen wird. Er erzählt mir, du bist ein Dummkopf, wird zu. Er erzählt mir, dass ich ein Dummkopf bin. Somit. Nawatl-Teil. Peter sagt, dass er kommen wird. Andererseits gibt es keine,
Aufeinanderfolge des Tempus, Zeitform. Das heißt, im Englischen werden die Tempora, Zeitformen, der indirekten Rede, regelmäßig geändert, wenn das einleitende Verb in einem Vergangenheit-Tempus ist. Zum Beispiel, Peter sagt, ich werde kommen, wird zu. Peter sagte, dass er kommen würde. Und Peter sagt, ich habe es gesehen, wird zu. Peter sagte, dass er es gesehen hatte. Im Nahuatl werden die ursprünglichen Tempora der berichteten, gemeldeten, Verben, beibehalten, wobei nur die Person bei Bedarf geändert wird. Nahuatl Teil. Er sagte, dass er kommen würde. Wörtlich, kommen wird. Nahuatl Teil. Er erzählte mir, dass er es wusste. Wörtlich, es weiß. Zusätzlich zu, Nahuatl Teil, findet sich die gleiche Art der Konstruktion bei erklärenden Verben, wie zum Beispiel Nahuatl Teil. Jemandem erzählen. Nahuatl Teil. Erwähnen. Nahuatl Teil. Bitransitiv. Zugeben. Gestehen. Bei Verben intellektueller Aktivität, Betätigung, wie zum Beispiel Nahuatl Teil. Wissen. Nahuatl Teil. Vergessen. Nahuatl Teil. Sich erinnern. Und bei Verben der Wahrnehmung, wie zum Beispiel Nahuatl Teil. Sehen. Nahuatl Teil. Hören. Nahuatl Teil. Ich habe dir bereits erzählt, dass ich es nicht will, möchte. Nahuatl Teil. Ich weiß, dass er tot ist. Nahuatl Teil. Er erkannte, wusste, dass sie ganz nah dran kamen, waren. Nicht mehr von weit her. Nahuatl Teil. Ich gebe zu, dass ich es getan habe. Nahuatl Teil. Er vergaß, dass er es dir bereits erzählt hatte. Nahuatl Teil. Ich hörte, es wurde gesagt, dass es kommen würde. Das Prädikat in dem Nomensatzteil ist nicht notwendigerweise ein Verb. Es kann ein Nomen oder Lokativ sein, oder sogar ein Adverb, wie zum Beispiel Nahuatl Teil oder Nahuatl Teil. Nahuatl Teil. Fußnote 1. Ich weiß, dass er ein Otomi ist. Nahuatl Teil. Er sagte Nein zu mir. Fußnote 1. Wenn dies formuliert wäre als Nahuatl Teil, würde Nahuatl Teil wahrscheinlich als Nomen angenommen werden, ich kenne den Otomi, während Nahuatl Teil in Nahuatl Teil betrachtet wird als ein Satzteil. In einem Beispiel, in dem nicht angegeben ist, wer es ist, der es sagt oder weiß, wissen wir, Lektion 15, dass zwei Konstruktionen möglich sind. Ein bitransitives Verb wird in den Passiv gebracht, wobei die Person, zu der gesprochen wird, als das Subjekt erscheint, siehe 18.5. Nahuatl Teil. Mir wurde gesagt, dass es wahr ist. Wenn das Verb dagegen transitiv ist, dann wird das Verb, weil das Objekt nicht animiert ist, ein Satzteil ist, in die Quasi-Passiv-Reflexiv-Form gebracht, siehe 15.9, mit dem Satzteil als das Subjekt. In dem entsprechenden englischen Passivausdruck beibehält der Satzteil normalerweise seine regelmäßige Position nach dem Verb, dessen Subjekt eine vorwegnehmende Puppe, Phantom, es, ist. Somit. Nahuatl Teil. Es wird gesagt, dass er tot ist. Nahuatl Teil. Es wird nicht bekannt sein, dass er tot ist. Nahuatl Teil. Es wurde vergessen, dass er derjenige ist, der es getan hat. Nahuatl Teil. Es hat sich gezeigt, dass er stark ist. Beachte, dass diese Konstruktion auch möglich ist bei indirekten Fragen.
Navatl-Teil. Ist bekannt, ob er kommen wird? Navatl-Teil. Es ist nicht bekannt, wer er ist. 31.3. Nomensatzteile mit dem Tempus Zukunft. Der Tempus Zukunft hat im Navatl eine Reihe von Verwendungen, die im Englischen nicht dem Tempus Zukunft entsprechen, sondern dem Infinitiv. Dies ist die Regel bei Nomensatzteilen, die nicht eine einfache Tatsache zum Ausdruck bringen, sondern eine Eventualität, Möglichkeit oder ein Ereignis, das beabsichtigt oder erhofft ist. Dies ist insbesondere der Fall in den folgenden Umständen. 1. Platziert nach Navatl-Teil ist der Nomensatzteil gleichbedeutend mit dem englischen Ausdruck How to verb. Wie man verbt. Das Subjekt von Navatl-Teil und so weiter und von dem Verb in dem Nomensatzteil müssen identisch sein. Solche Satzteile werden normalerweise nicht eingeleitet mit Navatl-Teil. Somit Navatl-Teil. Ich weiß, wie man schreibt. Navatl-Teil. Die jungen Frauen wissen, wie man näht. Wir können auch haben ein Tätigkeitnomen, siehe 30.1, mit derselben Bedeutung. Navatl-Teil. Ich weiß, die Tätigkeit des Schreibens. Ich weiß, wie man schreibt. Navatl-Teil. Sie können nähen. Sie wissen, wie man näht. 2. Platziert nach Navatl-Teil und Navatl-Teil. Zu verben vergessen. Sich daran erinnern zu verben. Navatl-Teil. Er hat vergessen, es zu tun. Navatl-Teil. Erinnere dich daran, es zu tun. 3. Bei gewissen Konstruktionen im Englischen wird das Subjekt des Navatl-Nomensatzteil zu dem Objekt eines Verbs der Anordnung und das endliche Verb des Nomensatzteils wird zum englischen Infinitiv. Diese Konstruktion entsteht in zwei Situationen. A. Bei indirekten Befehlen. Nach erklärenden Verben, zum Beispiel Navatl-Teil, tut der Nomensatzteil darstellen die Substanz, Gewichtung, eines Befehls oder dergleichen. Sag ihm, er soll verben. In diesem Fall gibt es eine alternative Konstruktion mit einem Satzteil im Englischen, der der Verwendung eines Nomensatzteil im Navatl näher kommt. Sag, dass er verben soll. Somit. Navatl-Teil. Er erzählte dir, du sollst es tun. Dass du es tun solltest. Navatl-Teil. Mir wurde erzählt, ich solle es tun. Im Navatl kann dem Tempus Zukunft in diesen indirekten Befehlen, Navatl-Teil, vorangestellt werden. Siehe 9.5, für Zukunft Imperativformen, mit, Navatl-Teil, plus, Zukunft. Für weitere Details, siehe 31.4. Navatl-Teil. Mir wurde gesagt, ich solle es tun. Wie, mit, Navatl-Teil. Das Verb, Navatl-Teil, tut im Tempus Zukunft einen Nomensatzteil annehmen, wenn sich das Subjekt des Satzteils unterscheidet, von dem des einleitenden Verbs. Auch hier wieder beteiligt das normale Äquivalent, Entsprechung, im Englischen, einen Infinitiv. To want him to verb. Wollen, dass er verbt. Im Allgemeinen wird in diesem Fall, Navatl-Teil, nicht verwendet. Navatl-Teil. Willst du, dass ich es tue? Navatl-Teil. Ich möchte, dass ihr euch die Hände wäscht. Navatl-Teil. Erinnern Sie sich daran, dass, wenn das Subjekt der beiden Verben dasselbe ist, ein Umstand, unter dem Englisch ein Infinitiv verwenden muss. Navatl die Zukunft des abhängigen Verbs eingliedern kann, in die geeignete Form von Navatl-Teil, siehe 28.9. Navatl-Teil. Ich will es tun. In diesem Fall kann Navatl,
im Gegensatz zu Englisch, auch den Nomensatzteil verwenden? Navatl-Teil. Ich will es tun. Wörtlich, so dass ich es tun sollte. Diese Konstruktion hat manchmal die Bedeutung like to verb, gerne verben, es mögen zu verben, und wird häufig verwendet in Ausdrücken mit mehr oder weniger ausrufender Natur. Navatl-Teil. Ihr redet gerne. Navatl-Teil. Du spielst wirklich gerne herum. Das heißt, bist du es nicht leid, müde, herumzuspielen. Die Reflexivform, Navatl-Teil, wörtlich, es wird gewünscht, es ist gewollt, kann verwendet werden, um eine Verpflichtung auszudrücken. In diesem Fall folgt auf es immer, ein Zukunftsnomensatzteil. Dies entspricht dem Englischen I must, have to, verb. Ich muss, sollte, verben. Wobei der Nomensatzteil in einen Infinitiv umgewandelt wurde. Und Navatl-Teil ausgedrückt wurde als das Hilfsverb müssen oder sollen, wobei das Subjekt des Navatl-Nomensatzteil als sein Subjekt erscheint. Somit Navatl-Teil. Wir müssen zuerst essen. Navatl-Teil. Muss ich dorthin gehen? Navatl-Teil bedeutet nicht müssen und Navatl-Teil bedeutet nicht dürfen. Das heißt, im ersten Beispiel wird die Verpflichtung aufgehoben, aber im zweiten Beispiel ist es ein verneinter Gedanke, Idee, der obligatorisch, verbindlich ist. Wörtlich, dass du dies nicht tun sollst, ist notwendig. Navatl-Teil. Es ist nicht nötig, für dich, dass du mich jetzt sofort bezahlst. Navatl-Teil. Du darfst ihm dies nicht erzählen. Hinweis. Sowohl, Navatl-Teil, ich möchte schreiben, als auch, Navatl-Teil, ich weiß, wie man schreibt, sind legitime, berechtigte Ausdrücke. Aber während, Navatl-Teil, ich kann schreiben, möglich ist, ist verboten ist. Nikneki, in, tlachkwilulistli. Keine gültige Konstruktion für, ich möchte schreiben. Umgekehrt ist, Navatl-Teil, möglich, aber nicht möglich ist. Verboten ist. Nitlachkwilusmati. 31.4. Nomensatzteile mit der, Navatl-Teil, Form, und dem Optativ. Navatl-Teil, und Verben mit verwandter Bedeutung, wie, Navatl-Teil, verlangen, wünschen, oder, Navatl-Teil, anfordern. Haben auch die Möglichkeit, den Optativ, immer mit, Navatl-Teil, vorangestellt, zu verwenden, in einem Nomensatzteil. Navatl-Teil, mit dem Optativ, tut mehr oder weniger andeuten, eine Sehnsucht oder Neigung, Lust. Navatl-Teil. Ich sehne mich danach, irgendwo loszulegen, irgendwo hinzufahren. Für das Verb, siehe 27.6, Abschnitt 2. Navatl-Teil. Ich möchte besser werden. Die, Navatl-Teil, Form, der vorangestellt ist, Navatl-Teil, siehe 16.9, kann auch verwendet werden, um auszudrücken, einen Präsenz-Kontrafaktizität-Wunsch. Navatl-Teil. Ich wünschte, er wäre hier, was er nicht ist. Oder einen Vergangenheit-Kontrafaktizität-Wunsch, um das Unglück anzudeuten, dass etwas nicht passiert ist. In diesem Fall tut der, Navatl-Teil, Form, vorausgehend das Augmentum, lange so. Navatl-Teil. Ich wünschte, du hättest es gesehen. 31.5. Nomensatzteile eingeleitet von Navatl-Teil. Das Navatl-Teil, das einen Nomensatzteil einleitet, wird oft verstärkt mit Navatl-Teil, siehe 14.4.
Dies kann geschrieben werden als ein einzelnes Wort, Navatl-Teil, oder als zwei, Navatl-Teil, ohne Unterschied. Der Zusatz von Navatl-Teil hat oft keinen spürbaren Einfluss auf die Bedeutung. Navatl-Teil. Möge unser Herrscher es für uns nicht wünschen, dass wir ihn ehrend beleidigen. Navatl-Teil. Ich erfuhr, wusste, dass er bereits angekommen war, ehrend. Aber es hat oft eine Nuance, die wiedergegeben werden kann mit, wie, oder, in der Art und Weise wie. Navatl-Teil. Es wurde bereits gesehen, wie stark und wie tapfer sie sind. Navatl-Teil. Zeige, mache es sichtbar, wie mutig und wie viel von einem Mann du bist. Navatl-Teil wird auch in einer Bedeutung verwendet, die der Bedeutung des Kausativ nahe kommt. Es erreichen, das. Es dazu bringen, das. Navatl-Teil. Der Truthuhnbeobachter, Aufpasser, bringt es nicht zustande, dass sich die Truthühner gegenseitig anpicken. Sie dazu veranlassen zu hacken. Hier ist die Bedeutung sehr nahe an der Bedeutung von Ergebnissatzteilen, siehe 33.4. 31.6. Nomensatzteile als Subjekt. Ein Nomensatzteil wirkt am häufigsten als das Äquivalent, Entsprechung, zu dem Objekt eines Verbs. Es kann auch unter den folgenden Umständen das Subjekt sein. Noch einmal werden im Englischen solche Nomensatzteile manchmal vorweggenommen, mit es als das Ersatzsubjekt des Verbs. 1. Mit Reflexivformen, wie zum Beispiel Navatl-Teil. Siehe 31.2 und 31.3. 2. Mit gewissen intransitiven Verben, wie zum Beispiel Navatl-Teil, es scheint, dass Navatl-Teil, es stellt sich heraus, beweist sich als Wahrheit, dass Navatl-Teil. Es wird sich zeigen, dass du ein Bösewicht bist. Navatl-Teil. Es stellte sich heraus, dass er starb oder tot war. 3. Mit Verben, die die Ursache eines Gefühls andeuten. Navatl-Teil. Es gefällt mir, es macht mich glücklich, dass du hier bist. Navatl-Teil. Es betrübt mich, dass er tot ist. 4. In kopulativen, aneinanderreihenden Sätzen mit Nomen oder Adjektiven, als das Prädikat. Navatl-Teil. Es wird gut für dich sein, dich demütig zu geben. Wörtlich, dass du bedenkst, Navatl-Teil, dich selbst als elendig, Navatl-Teil. Siehe 17.3.2. Navatl-Teil. Es ist schlecht, dass du mit mir gestritten hast. Navatl-Teil. Es ist traurig, dass er tot ist. Was Leute zum Weinen bringt. Siehe 16.2. Navatl-Teil. Es ist wahr, dass er es getan hat. Navatl-Teil. Es ist ziemlich richtig, dass ich sterben werde. Navatl-Teil, oder, als einzelnes Wort, Navatl-Teil, erscheint häufig in solchen Sätzen, um entweder auszudrücken. Die Art und Weise, wie. Siehe 14.4. Navatl-Teil. Sehr vornehm und edel ist, wie er sprach. Das heißt, er sprach sehr vornehm und edel. Navatl-Teil. Es war beängstigend, wie ich dich aufgezogen und abgehärtet habe. Oder um ein Nomen näher zu erläutern. Navatl-Teil. Es ist die Aufgabe von uns Priestern, zu sprechen, über die Göttlichkeit unseres Herrschers. Wörtlich, unsere Aufgabe ist es, dass wir sprechen. Navatl-Teil. Es ist unser Auftrag, unserem Herrscher zu dienen. Wörtlich, unser Auftrag ist, dass wir dienen. Beachte auch den Ausdruck, der besteht aus Navatl-Teil,
oder Navatl-Teil, plus Zukunft oder Kontrafaktizität. Was bedeutet? Es ist, war, aber quasi, alles, so der Fall, dass ich, du, er, und so weiter werbe, gewerbt habe. Navatl-Teil bedeutet, nicht mehr als, und in gewissen Fällen, am Ende. Dieses Wort sollte nicht verwechselt werden mit Navatl-Teil, nur, dass diesem in Form und Bedeutung sehr nahe ist. Navatl-Teil, es gibt nur einen einzigen. Navatl-Teil ist, es gibt nicht mehr als einen einzigen. Daher bedeutet der Satzteil sowas wie: Es ist, war, nicht mehr als ein wenig, nötig, für mich, und so weiter, zu werben. Navatl-Teil. Ich habe fast meinen Wasserbehälter fallen lassen. Wörtlich, es war fast der Fall, dass ich. Navatl-Teil. Die Sonne steht kurz vor dem Aufgang. Hinweis. Wir haben eine ein bisschen andere Situation bei Sätzen wie. Navatl-Teil. Die Heilung für diese Krankheit ist das Erbrechen. Navatl-Teil ist die reflexiv unpersönliche Form von Navatl-Teil, ich erbreche. Hier zeigt das Auftauchen des Artikels Navatl-Teil vor Navatl-Teil, Fußnote 2, dass es das Subjekt des kopulativen, aneinanderreihenden Satzes sein muss, während die Verbform Navatl-Teil in ihrer Eigenschaft als ein Satzteil nicht als das Subjekt des Satzes fungiert, sondern als das Prädikat von Navatl-Teil. Siehe 4.2, Abschnitt 3. Fußnote 2. Beachte hier die Verwendung von Navatl-Teil. Navatl-Teil ist seine Heilung in Bezug auf jemanden, während Navatl-Teil seine Heilung in Bezug auf eine Krankheit ist. Die Beziehung, Verhältnis, wird als eine von unveräußerlichem Besitz betrachtet, siehe 11.5. 5. Mit Navatl-Teil, was ist das? Dies findet man im Wesentlichen in Rätseln, in denen es sehr freie Konstruktionen gibt, welche die Antwort suggerieren, nahelegen, auf sehr anspielende Weise. Navatl-Teil. Fußnote 3. Was genau ist das? Hier hast du es, nimm deinen Stein. Ein Scheißhaufen? Navatl-Teil. Was genau ist das? Wir betreten an drei Stellen, aber wir kommen nur aus einer heraus. Unser Hemd. Navatl-Teil. Was genau ist das? Lauf weg, ich werde wegrennen. Dies ist der Stock, wörtlich, Hand, aus Gummi. Fußnote 3. Ein Standardausdruck in Rätseln, siehe vorher für Navatl-Teil, und aus diesem Grund werden Rätsel genannt, Navatl-Teil. 31.7. Nomensatzteil, der nicht mit einem Präfix dargestellt wird. Es kann passieren, dass ein Nomensatzteil oder eine indirekte Frage nicht direkt durch ein Präfix dargestellt wird. Dies ist natürlich der Fall, wenn es abhängig ist von einem bitransitiven Verb, wie zum Beispiel Navatl-Teil, siehe 18.2. Navatl-Teil. Ich habe dir gesagt, dass er gestorben ist. In diesem Fall reicht es jedoch aus, die Person, über die gesprochen wird, unbestimmt zu machen, um dem Präfix C zu erlauben, wieder zu erscheinen. Navatl-Teil. Ich habe den Leuten erzählt, dass er gestorben ist. Andererseits können gewisse Verben niemals darstellen, den Nomensatzteil mit einem bestimmten Objektpräfix, auch wenn diese Verben oft assoziiert, damit verbunden werden, mit Satzteilen, die Nomensatzteilen ähneln. Dies ist insbesondere der Fall bei 1. Gewisse Transitivverben, wie zum Beispiel Navatl-Teil. Antwort. Navatl-Teil. Befehl.
Und, am häufigsten, Navatl-Teil. Antrag, Gesuch. Bitte. Angesichts ihrer Bedeutung, könnten wir erwarten, dass diese Verben wie Navatl-Teil bitransitiv wären, aber sie nehmen nur ein Objektpräfix, das die Person darstellt, zu der gesprochen wird. Zwei Konstruktionen sind möglich. Darstellung der Person, zu der gesprochen wird. Navatl-Teil. Er antwortet ihm, dass er es weiß. Navatl-Teil. Er befiehlt ihm, es nicht zu tun. Navatl-Teil. Dir wird befohlen werden, andere zu führen. Navatl-Teil. Ich bitte dich darum, es zu tun. Keine Darstellung der Person, zu der gesprochen wird. In diesem Fall können diese Verben nur annehmen das Präfix Navatl-Teil und nicht Navatl-Teil. Dies erinnert an das Verhalten von Semi-Applikativformen, siehe 20.9. Navatl-Teil. Er antwortet, dass er es nicht weiß. Navatl-Teil. Die Hebamme befiehlt, ordnet an, dass die schwangere Frau nicht traurig gemacht oder gestört werden soll. Navatl-Teil. Sie, die Hebamme, sagt, sie befiehlt, dass sie, die schwangere Frau, die Farbe rot nicht sehen sollte. 2. Verben in der Reflexivform, die hinweisen auf eine mentale Operation, geistige Betätigung, wie zum Beispiel. Navatl-Teil. Ich glaube, dass. Ich habe den Eindruck, dass. Navatl-Teil. Ich wage es, ich traue mich. Navatl-Teil. Ich fühlte, dass mir vielleicht niemand helfen würde. Navatl-Teil. Einige Leute dachten, dass er im Norden herauskommen würde. Wörtlich, aus dem Land der Toten. Navatl-Teil. Niemand wagte es, sich als zweite Person anzubieten. Wörtlich, er hebt sich selbst zu den Augen eines anderen. Hinweis. In der ersten Person wird nur manchmal gefunden, Navatl-Teil, anstelle von Navatl-Teil. 3. Gewisse Ausdrücke, wie zum Beispiel Navatl-Teil. Ich weiß es gut. Wörtlich, mein Herz ist also Navatl-Teil. Ich bin mir sicher, dass ich sterben werde. 4. Sporadisch, wenn der Nomensatzteil besteht aus einer unpersönlichen Form des Verbs. Navatl-Teil. Er hörte sich die Überlegungen an. Die Worte, welche wiederum gesprochen wurden. Navatl-Teil. Wer wird sich verpflichten und es auf sich nehmen, sich dazu veranlassen, dass es Sonnenschein geben sollte, dass es Licht geben sollte? In solchen Fällen ist es jedoch oft möglich, sich zu fragen, ob es sich hierbei um eine Situation handelt, in der Ergebnis- oder Zwecksatzteile, siehe 33.4 bis 33.5, verwendet werden, anstatt Nomensatzteile. Auf diese Weise könnte man den letzten Satz interpretieren als: Wer wird Dinge, notwendig, erforderlich, unternehmen, damit es Sonnenschein gibt? In ähnlicher Weise. Navatl-Teil. Schau, geh nachsehen, wörtlich, lass es gesehen werden, hinter dich, zu dem Rücken von dir, wie du bisher gelebt hast. Dies könnte interpretiert werden, bestehend aus zwei Sätzen, wobei der zweite eine direkte Frage ist. Wie hast du? Navatl-Teil. Er versuchte in jeder Hinsicht, aus jeder Richtung, mich zur Zustimmung zu bewegen. Hier ist die Beziehung sehr eng verbunden, zu der von Zwecksatzteilen. Er nimmt alles in Betrieb, damit. Übungen. A. Übersetze ins Englische. Navatl-Teil. 1. Weißt du nicht, dass es schon lange her ist, seit ich dich gesehen habe? 2. Ich hatte das Gefühl,
dass ich nicht zu spät kam, nicht zu spät zu sein. 3. Ich wünschte, ich hätte ihm dies nie gesagt. 4. Ich habe wieder einmal vergessen, Salz zu kaufen. 5. Ich gestehe, dass ich zweimal gestohlen habe. 6. Ich weiß nicht, ob er kommen wird oder nicht. 7. Es ist nicht bekannt, wie viele Kinder er hat. 8. Sie wissen, wie man Navatl gut spricht. Sie können Navatl gut sprechen. 9. Die Spanier baten uns, für sie zu arbeiten. 10. Es ist sicherlich erwähnenswert zu sagen und zu erwähnen, wie mutig du bist. 11. Befehle ihnen einzutreten, hereinzukommen. W. Übersetze ins Navatl. Navatl Teil 1. Du musst nicht wütend werden, ich habe dir bereits erzählt, dass ich es morgen tun würde. 2. Es wurde deutlich, es stellte sich heraus, dass du mutig bist. 3. Sie befragten mich, suchten Dinge von mir, und ich antwortete ihnen, dass ich es nicht wusste. 4. Erzählt, Plural, mir, ob ihr essen möchtet. 5. Er sagte, dass er nicht wusste, ob es wahr ist, dass Peter tot war. 6. Ich gebe zu, dass ich mich oft betrunken habe. 7. Ich weiß, ob du es bist, der das Geld des alten Mannes von ihm genommen hat. Sein Geld vom alten Mann. 8. Es ist nicht bekannt, ob er tot ist oder nicht. 9. Du weißt, wie man gut liest. Gut ist, wie? Übersetze, Bücher lesen mit einem eingegliederten Objekt. 10. Ich denke, dass wir heute Abend nicht in Mexiko-Stadt ankommen können. Wir werden nicht dazu in der Lage sein.